Jo Leute, endlich ist es soweit. Wolf buttert richtig schön in Richtung Anti-Cheat und noch eine andere Seite. Man sieht das hier direkt, Sidestep-Skill. Ich drücke das mal weg, das erkläre ich sowieso gleich. Sie zeigen jetzt richtig ihre Zähne, was Cheater angeht, sowie externe Hilfen wie diese neue Razer-Tastatur. Was es damit genau auf sich hat, schauen wir uns jetzt an. Let's go! Was geht ab? Der erste YouTuber mit einer Full-Iced-Out-Uhr ist back. Sieht man das? Vergangene Nacht ging dieses Update online. Und wie die meisten sofort erkennen, steht hier ein WACnet-Bereich. Darum fangen wir heute auch wieder unten an. Und zwar geben die Volvos hiermit bekannt, dass sie jetzt WACnet auf die Version 3.0 gebracht haben und die Tests damit beginnen. Wenn man glaubt, dass das eigene Match inkorrekterweise gecancelt wurde, kann man sich bei dieser E-Mail hier melden. Das ist die Meldung, auf die einige sicherlich seit Jahren wahrscheinlich warten. Da gab es bereits Stimmen, die gesagt haben, Moment, weißt du noch die Bannwelle, die letztens war? Wie ist die eigentlich ausgegangen? Ja, guck mal hier. Ich habe jetzt mal einen Ticken ausgezoomt, wenn man das hier vorne betrachtet. Ein dicker Anstieg, der einfach bleibt. Es werden jetzt jeden Tag 150 bis 200 Leute gebannt. Also reine Game-Bans. Obendrauf kommen dann noch ein paar WAC-Bans. Das lag davor bei immerhin auch schon 50, 60, 70, aber auch mal weniger und mal mehr. Aber so im Schnitt, ich sag mal bei 50. Und jetzt sind wir bei 170. Das sieht man auf jeden Fall sehr gerne. Wann jetzt übrigens Overwatch für uns normale Menschen zur Verfügung steht, weiß man nach wie vor nicht. Die, die sich damals mit WACnet und vielmehr der Ansprache von John McDonald zu WACnet auseinandergesetzt haben, die wissen, dass das mit Overwatch funktioniert. Also WACnet entdeckt die Cheater automatisch, macht daraus einen Overwatch-Case, das wird dann jemandem geschickt und der Mensch beurteilt, ob das wirklich ein Cheater ist oder nicht. Das heißt, im Hintergrund wird, seitdem es angekündigt wurde, Overwatch auch laufen, aber nach wie vor wohl nur für eine externe Firma oder für irgendwelche Partner. So haben sie es damals beschrieben. Und natürlich sind diese drei Punkte bei Input auch extrem wichtig. Wir haben gerade vor kurzem noch über dieses SnapTap-Feature von der neuen Razer-Tastatur gesprochen. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht, in dem ich SnapTap erklärt habe, was es für einen Vorteil bringt und so weiter und so fort. Das ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und gerade vor kurzem habe ich die Info zu SnapTap gebracht, dass es detected werden kann von den Volvos, dass sie dazu was aufgebaut haben. Und da dachte man sich schon, warum wollen die das eigentlich detekten? Und jetzt ist es natürlich jedem klar, sie lassen das nicht mehr zu. Moving und Shooting Assistance ist nicht mehr erlaubt. Egal ob über Hardware oder Software. Wenn man das trotzdem nutzt, also zum Beispiel dieses SnapTap-Feature, dann wird man fast instantly gekickt. Hier ist jemand, der das getestet hat, zack. Und er ist direkt weg, man wird nur gekickt, nicht gebannt. Er wurde hier gekickt für Automation. Den Clip habe ich mir von ihm gesnackt, ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Sie sind dazu auch nochmal recht ausführlich geworden und haben Folgendes geschrieben. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Counter-Strike entwickelt sich in allen Belangen stetig weiter. Scripting und Automation waren schon immer umstritten, aber über die letzten paar Jahre haben sich Dinge wie zum Beispiel Jump-Throws oder Jump-Binds durchgesetzt und sind eben auch in der Pro-Szene so anerkannt. Und tatsächlich sind diese Jump-Throws so wichtig geworden, dass sie es sogar extra ins Spiel eingebaut haben. Das wissen wir ja. Man braucht mittlerweile kein Bind mehr. Man kann einfach den Jump-Throw im Spiel machen und bekommt dazu auch ein Geräusch, wenn es geklappt hat. Das jetzt übrigens von Leuten in der Nähe gehört werden kann. Also dieses können jetzt auch Feinde, die in deiner Nähe stehen, hören. Aber man muss schon wirklich sehr nah stehen, und zwar in dem Kreis, der hier abgebildet ist. Zurück zum Text. An seiner eigenen Koordination und Reaktionszeit zu arbeiten, war schon immer der Schlüssel zum Erfolg in Counter-Strike. Und jetzt sind ja gerade vor kurzem diese neuen Hardware-Features rausgekommen, die diese Linie zwischen ich trainiere und übe und ich lasse mir das einfach von der Tastatur machen, extrem stark verwischen. Und darum haben sie sich entschieden, hier eine klare Linie zu ziehen und zu sagen, nein, das wollen wir nicht in Counter-Strike. Darüber hinaus lassen sie jetzt auch kein Scripting mehr zu. Das ist übrigens dieser mittlere Punkt hier. Also Binds, die mehrere Commands aus dieser Region hier enthalten, sind nicht mehr erlaubt. Dadurch fliegt natürlich auch dieser ominöse Nullbind raus, mit dem man softwaretechnisch oder scriptingtechnisch das nachahmen konnte, was diese neue Razer-Tastatur eben auch kann, dieses SnapTap. Wenn man so eine Tastatur hat, dann kann man das Feature einfach ausschalten und danach ganz normal die Matches spielen. Ich finde, dieses Update ist der absolute Banger, wenn auch extrem kurz und ohne irgendwelchen Content. Aber es sind eben nun mal zwei extrem wichtige Punkte. Einmal natürlich das Anti-Cheat. Holy shit. Endlich geht es weiter. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf Converse nachgeguckt. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass die ganze Zeit so viele Leute gebannt werden. Ich weiß, dass dieses Thema Cheater und auch Anti-Cheat bei mir ein recht häufig erscheinendes Thema ist in den Videos. Aber so overall kriege ich davon halt nicht viel mit. Wir haben in den Streams keine Cheater. Ich habe so, wenn ich zocke, keine Cheater. Also, ne, wenn ich ein Video mache, dann informiere ich mich und sonst, ja. Deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass es die ganze Zeit schon, dass da so viele Leute gebimmelt werden. Natürlich ist uns allen klar, dass es nach wie vor Leute gibt, die auf Cheater treffen. Also entweder tatsächlich auf Cheater treffen oder glauben, auf welche zu treffen, obwohl es keine sind. Dazu habe ich passenderweise nochmal die Stelle aus dem John McDonald Video rausgesnackt. Hier geht es um Overwatch. Man kann hier sehen, wie viele Fälle es eben insgesamt gibt und wie viele davon dismissed werden. Also einfach halt, ne, sind nicht auflösbar, das sind halt Legits und so weiter und so fort. Und hier unten sind die Cheater, die eben convicted werden, die dann gebannt werden. Das war noch vor WACnet, also hier sind das reine Spielerzahlen, Spieler
glauben oder erkennen Cheater. Hier vorne sieht man halt, wie viele davon gebannt werden, nicht allzu viele. Als Wagnet dann eingestiegen ist und die Cheater herausgesucht hat aus den Spielen, also nicht die Menschen entschieden haben, dass dieser Mensch reported und ins Overwatch geschickt werden soll, sondern eben Wagnet, da ist dann die Conviction Rate sehr stark angestiegen. Und hier haben sie es eben auch nochmal in Zahlen. Ich weiß, das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, aber ich will nur kurz nochmal diesen Punkt etwas verstärken. Wenn Menschen Fälle einsenden, dann sind das zu 15-30% eben Cheater, beziehungsweise können die Fälle aufgelöst werden. Bei Wagnet sind es 80-95%. Und an der Stelle, an der er gerade so witzig guckt, beziehungsweise kurz darauf, sagt er auch, dass Wagnet immer, wenn sie ein neues Update gefahren haben, bis zu 100% Conviction Rate hatte, bis dann die Cheater sich wieder darauf gefasst hatten. Dann ist es auf 80-95% gefallen. Aber der Unterschied ist halt insane. Also ich will damit nur sagen, egal wie stark ein Anti-Cheat ist, selbst wenn es gar keine Cheater mehr gäbe, es gibt User, die sehen trotzdem welche und werden sich darüber beschweren. Das wollte ich nur nochmal am Ende mit anmerken. Ja, und dass diese SnapTap-Sache raus ist, ist für mich recht verständlich. Man möchte sicherlich jetzt einen Präzedenzfall damit erschaffen und sagen, hey, auch für die Zukunft, die anderen Hersteller, ihr braucht da nicht irgendwas zu erstellen und dann meinen, dass das bei uns erlaubt ist. Wir werden das nicht zulassen, wir werden das Ganze detekten und nicht zulassen. Fertig. Und natürlich kann man damit einige Konsolenbefehle und Scripting-Geschichten mit hops nehmen, das ist ja klar. Wenn man das nicht machen würde, könnte man natürlich mehr oder weniger in der Grauzone arbeiten und sich ein Nullbind halt snacken und hätte dann das gleiche Feature. Klar, dass sowas auch verboten wird. Für uns Otto-Normalspieler das perfekte Update. Wenn sich jetzt einer von euch diese Tastatur extra für Counter-Strike gekauft hat, dann ist das natürlich bitter. Ich hoffe für dich, dass es bei anderen Spielen trotzdem noch sinnvoll ist oder dass du sie halt einfach zurückgeben kannst und das Geld wieder bekommst. Das waren wieder extrem freudige Nachrichten. Eine weitere freudige Nachricht ist, dass bereits nächste Woche auf Twitch das Desert Eagle Emerald Jürgens Mund Giveaway am Start ist. Also noch eine Woche Bubble Dollar sammeln und nächste Woche ist das Ding dann für die gesamte Woche offen. Da könnt ihr dann dienstags, donnerstags und freitags rein und euch die Tickets holen mit den Bubble Dollar, die ihr kostenlos sammelt, während ihr ganz normal den Stream schaut. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch noch ein Giveaway und dann mache ich mich langsam fertig. Heute Abend 18 Uhr, nächster Livestream. Ich stream dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und heute machen wir auch wieder was, das eine gewisse Besonderheit hat, und zwar für die MP5-Spieler eine Kit-Bash. Ich weiß, ihr seid recht wenige, kaum einer spielt die MP5, aber kann man trotzdem mal machen. Auf komm! Hier kann man ganz einfach mitmachen, indem man auf Folgendes antwortet, und zwar, wie findest du jetzt das heutige Update? Sagst du, juhu, geil! Oder schade, ich bin ein Cheater und bin gebannt worden. Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. So, dann mache ich mich jetzt fertig. Wie gesagt, 18 Uhr Livestream und dann sehen wir uns da live. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für die Kommentare, für die Likes und bis später. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.